Der Basler Künstler Klaus Littmann hat in einem Stadion in Klagenfurt ein ungewöhnliches Kunstwerk geschaffen. 300 Bäume bilden hier einen Wald, wo normalerweise Fußball gespielt wird. Was anmutet wie ein erneuter Fingerzeig auf den Klimawandel, ist jedoch keine neue Idee. Es geht ja zurück auf diese Zeichnung, die wir hier auch noch projiziert haben von Max Peintner, der eben 1970 wirklich diese Vision hatte, dass es eines Tages so weit kommen könnte, dass wir Natur anschauen, nur noch in zugewiesenen Orten, als Beispiel in einer Kraterarchitektur wie in einem Stadion. Also das, was wir seit Jahrzehnten schon machen im Zoo mit den Tieren oder den bedrohten Tieren, dass das mit der Natur passieren kann. Bis zum 27. Oktober können Besucher sich die Ausstellung mit dem Namen For Forest ansehen. Für Littmann gibt es nicht nur eine Betrachtungsweise, jeder sieht in seinem Werk etwas anderes. Für den einen eben einen hohen symbolischen Charakter oder philosophischen Charakter, der Lebensbaum, der Sehnsuchtsort. Für einen anderen Kunstaffinen, der sieht darin vielleicht tatsächlich eine Skulptur oder eine Installation. Und ganz besonders, weil das ist der Tagesaktualität geschuldet, ist es für viele auch ein Mahnmal, was in der ganzen Diskussion um den Klimawandel. Das Projekt sorgte aber auch für Diskussionen, vor allem weil die Bäume dazu aus dem Ausland kamen.